Hallo, ich grüße dich ganz herzlich hier aus Bali, von meiner Schaukel hier. Schau mal, ich habe mir jetzt einfach mal so ganz kindgerecht, kinderwachsenengerecht bequem gemacht hier auf der Schaukel und nimm dich mal mit, denn unser Motto ist hier ja auch Pippi Langstrumpf, wir erschaffen uns unsere Welt, so wie sie uns gefällt. Und da darf man auch mal wieder schaukeln und das kleine Kind in sich entdecken. Ja, wir sind gerade vom Wasserfall zurückgekommen. Das ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Kraftort hier. Allein die Fahrt ist schon ein Erlebnis, wenn du das Video von heute Morgen gesehen hast. Wir werden ja da auf so, ja, Pritschenwagen nennt sich das, glaube ich, gefahren. Allein das ist schon ein Erlebnis. In Deutschland natürlich undenkbar, durch den Straßenverkehr zuzufahren. Und wenn man dann von der Straße abkommt, wir werden da so an den Rand oder wurden an den Rand von dem Waldesrand gefahren. Und von dort aus mussten wir dann zu Fuß oder durften zu Fuß hochwandern. Hatten einen Guide, der uns natürlich ganz viel erzählt hat von verschiedenen Pflanzen, vor allem auch in der Richtung, was mir so zugute kommt, uns Pflanzen gezeigt hat, die heilkundlich einfach sehr, sehr toll auf unser Organismus einfach wirken. Und es war wirklich eine ganz gigantische Erfahrung wieder für die Teilnehmer. Und es ist so, so schön, das berührt so mein Herz, was für eine tolle, tolle Gruppe hier zusammengekommen ist, denen ich helfen darf, sich auch ihren Seelenplan zu entwickeln, ihr Ding zu machen, sich ihre Welt so zu erschaffen, wie sie ihnen gefällt. Und heute ging es ja in erster Linie darum, Glaubenssätze loszulassen, alte Prägungen und Muster, dieser ganze Kram, der so auf einem so lastet. Und das war heute Morgen schon sehr, 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 sehr energiereich. Da ist schon ganz viel passiert. Und dieser Wasserfall heute, das war einfach nochmal die absolute Krönung. Da spürt man einfach so die großartige Kraft von Mutter Erde an diesem besonderen Ort, und es ist nochmal so ein gigantischer Reinigungsprozess einfach. Und auf dem Rückweg waren wir noch in einem leckeren Restaurant mitten im Wald da. Da gibt es ja auch Einheimische, die dort einfach wohnen, sehr naturverbunden natürlich, und die dann eben sich auch ein bisschen Geld damit verdienen, ihren Unterhalt damit verdienen, dass sie da eben so mitten im Regenwald quasi wohnen oder im Wald vielmehr, im tropischen Wald. Und da haben wir mega leckeren Salat gegessen und als absolute Krönung, wirklich als absoluten Krönung. Ich habe noch nie in meinem Leben einen so obermega leckeren Schokoladen-Rohkostkuchen gegessen. Der war so gigantisch gut, aber auch der Salat, also es war, gab nur Rohkost dort, soweit ich das auf der Karte gesehen hatte. So, so mega gut, und einige haben sich auch noch mit Gewürzen dann eingedeckt, und die gab es eben auch dort. Frauen saßen da, die haben gerade Nelken gepflückt und aussortiert und vorbereitet, wohl auch für den Verkauf, gehe ich mal von aus. Leckere Vanilleschoten gab es da auch zu kaufen, die es hier ja auch für ganz wenig Geld schon gibt. Bei uns in Deutschland kosten die ja doch einiges. Ja, und jetzt schaukel ich hier noch ein bisschen, und ich habe schon die Entscheidung getroffen. Ich bin schon von so vielen im Vorfeld gefragt worden, ob das Retreat nächstes Jahr nochmal stattfindet. Da habe ich immer gesagt, ich weiß noch nicht. Ich werde das am Ende des Retreats erst entscheiden. Aber wir haben ja heute Halbzeit und ich habe mich schon entschieden. Also nächstes Jahr wird das Retreat auf jeden Fall wieder stattfinden. Ich denke so März, April, Ende März, April, etwa um die Zeit. Genauer Termin steht noch nicht. Das werde ich hier noch vor Ort organisieren. Bin auch schon gefragt worden, ob es ein weiterführendes Retreat hier gibt für die Teilnehmer, die schon mal hier waren. Das wäre ja dann für die Truppe vom letzten Jahr und für die Truppe von diesem Jahr hier vielleicht. Muss ich mal schauen, dass ich sowas vielleicht auch noch integriere, so Teil 1, Teil 2. Das weiß ich jetzt aber noch nicht. Das ist also noch nicht spruchreif. Aber wenn du auch so eine gigantische Erfahrung mal machen möchtest und mal, ja, binnen kurzer Zeit, kann man sagen, das Retreat geht hier von Montag bis Freitag 5 Tage, wirklich einen Quantensprung in deinem Leben machen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall nächstes Jahr dabei sein und dir das schon mal vormerken. Also irgendwann März, April, und hier in der Gruppe erfährst du dann ja auch rechtzeitig den Termin. Okay? Gut, dann werde ich jetzt hier noch ein bisschen schaukeln.
dir noch einen kleinen Blick hier gönnen auf diese wunderbare Anlage hier und auf das Meer, das hinter mir ist. Und gleich lecker essen gehen. Bis dahin, ciao!